Mädels, lass uns heute mal über große Penisse sprechen. Gibt es große oder sogar zu große Penisse? Also ich persönlich empfinde das schon als ja, weil ich hatte das selbst schon. Und für mich war es dann irgendwann mal echt schmerzhaft. Da hat man dann so, also ich hatte dann so 2, 3 Tage noch was davon, wenn dann so der Gebärmutterhals einfach wehtut. Und es gibt natürlich so einen, ich nenne es mal so einen geilen Schmerz und so einen schmerzhaften Schmerz. Ja? Und wenn es dann irgendwann schmerzhaft wird, dann ist es natürlich für beide Seiten wahrscheinlich nichts mehr. Wobei Frauen sind ja immer unterschiedlich gebaut und die eine hätte es gerne etwas länger und etwas fester als die andere. Deswegen ist zu lang echt relativ. Wichtig ist, dass ihr miteinander darüber redet, was ihr denn gerne möchtet. Und für die Jungs da draußen, ihr wisst ja selber, wie gut ihr bestückt seid. Wenn ihr dann sagt, okay, ja, der ist jetzt schon ein Stückchen länger als der von meinem besten Freund, dann passt doch einfach auf, tastet euch langsam ran und arbeitet das ein bisschen gut vor, das Ganze. Vielleicht ein bisschen mehr Gleitgel nehmen und nicht gleich reinstoßen. Das tut echt, das kann echt wirklich schmerzhaft sein. Und soll ja ein schönes Erlebnis sein. Von daher, die Länge, wie gesagt, ist relativ. Wichtig ist, dass ihr Spaß zusammen habt, redet drüber und genau, dann passt auch der Rest. Viel Spaß!